Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder ein bisschen miteinander quatschen. Ich werde mich euren Fragen stellen und wie beim letzten Mal wird das Ganze ungeschnitten sein. Das heißt, dieses Video läuft hier durch. Ich kenne die Fragen vorher auch nicht, die wird mir gleich Olli wieder stellen. Und Max, hallo. Hallo. Das ist so unhöflich. Ich bin der Moderator. Der Quizmaster heute. Quizmaster. Und genau, ich kenne die Fragen vorher nicht. Ich muss also spontan direkt antworten. Ich kann nicht nochmal was rausschneiden oder was nochmal mir zurechtlegen. Und ja, ich bin weniger nervös als beim letzten Mal, muss ich sagen, weil das lief ganz gut. Aber vielleicht ist das auch falsch jetzt, weil Olli meinte vorhin so, bei dem einen oder anderen war er sich nicht sicher, ob ich dann sauer bin, ob er es überhaupt reinmachen soll. Aber wir werden sehen. Okay, wir schießen los. Ich habe auch auf euren Wunsch, werde ich die Fragen einblenden, damit ihr es gut versteht. Und wir haben etwas weniger Fragen als beim letzten Mal. Das wolltet ihr auch, dass ich dann lieber in Ruhe antworte. Los geht's. Okay. Willst du abnehmen? welche Frau möchte das nicht ständig? Aber ich mache mir da keinen Stress. Ich habe tatsächlich jetzt so eine Art, nee, noch nicht. Ich fange jetzt so eine Kur an. Aber ich möchte das erstmal testen, bevor ich darüber öffentlich rede, weil ich weiß ja noch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Ja. Ein bisschen aber auch nur, also jetzt nicht viel. Mhm. Woher kommen deine Inspirationen, Kleidung entwerfen? Meine Inspirationen für die Kollektion zum Beispiel ist eine Mischung aus das, was ihr euch wünscht. Ich frage euch ja auch jedes Mal, ich habe euch auch letztes Mal schon vor einigen Wochen, Monaten, als wir so angefangen haben, gefragt auf Instagram, was möchtet ihr sehen, welche Farben, welche Teile, was ist euer Wunsch? Das habe ich alles mit reingenommen, dann gucke ich natürlich auch, worauf ich so Bock habe, was ich mir gut vorstellen kann und überlegt dann wieder, was würde euch dann gefallen und so ist das immer so ein Mix. Dann gucke ich natürlich auch ein bisschen in Zeitschriften, auf Pinterest, sammle mir so Moodbilder, wenn mir was gefällt und mache dann so mein eigenes Ding draus. Also es ist immer so ein Prozess. Ja. Bist du auch auf der GlowCon in Stuttgart? Ja, ich bin auf der Glow in Stuttgart, Leute. Ich freue mich so, so sehr. Also schreibt mir auch gerne mal, wer da ist. Also die letzten GlowCons haben auch mega Spaß gemacht und ich kann dir, wenn wir schon beim Thema sind, die Katze aus dem Sack lassen. Wir werden wieder einen Stand haben für keine Flossy Shop. Ich bin da so, 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 so stolz und dankbar drauf. Ich werde schon ein bisschen emotional gerade, aber ich, ja, ich werde wieder einen Stand haben. Das heißt, ihr könnt mich da auch sehen und ihr könnt dort die neue Kollektion dann auch sehen und kaufen. Am 30. und 31. März, vorab, bevor sie online ist und zu einem Glow-Messerabatt. Das heißt, ihr kriegt es auch noch günstiger und wir haben uns sonst noch coole Sachen für euch überlegt. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr bei der Glow seid. Ja. Könntest du dir vorstellen, Abonnenten mit zu Events wie Produktvorstellungen zu gehen? Was? Ob du mit Abonnenten zu Events gehen würdest, wie Produkte? Also okay. Firmen, ja, warum nicht? Das ist eigentlich voll die coole Idee. So. Ich weiß halt nicht, ob man das darf, aber ich könnte es ja auch mal vorschlagen, so, dass man sowas verlost. Doch, das ist echt eine gute Idee. Also ich fände das voll cool, auch mal mit Abonnenten dahin zu gehen, dass die es auch mal sehen, was eigentlich hinter den Kulissen von diesen ominösen Events abläuft. Aber eigentlich ist es immer nur so, also das, was ihr seht. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ja. Gute Idee. Gehst du noch oft in die Heimat? Nee, also in den Iran bin ich einmal gegangen. Also ich war ja als Baby dort. Und dann war ich 17. Und da bin ich hin, weil... ich würde auch wirklich gern hin, aber also erstens mal ist es ja eine lange Reise und zweitens mal habe ich eine große Familie und würde aber auch irgendwie gerne ein bisschen mit den Iranern gucken. Letztes Mal war es wirklich nur Familie sehen, fast 4 Wochen am Stück und ich brauche dann einfach 3 Wochen, wo ich auch hier weg bin, also wo ich wirklich offline bin, weil im Iran gibt es kein YouTube und es gibt, glaube ich, also Instagram gibt es, aber ne, ihr wisst ja in so Ländern, das ist so ein bisschen alles. Also ja, ich müsste halt jetzt hier 3-4 Wochen weg sein. Ich könnte nicht mehr auf meinen Kanal zugreifen, nix. Und seit ich halt Abi gemacht habe und studiert habe, habe ich nie 2-3 Wochen frei gehabt. Ich habe in den Semesterferien mal Prüfungen gehabt und so musste ich da lernen und dann konnte ich nie sagen, ja, ich gehe jetzt mal so für 2-3 Wochen. Also ich will aber unbedingt eines Tages und dann, wie gesagt, auch ausgiebig. Ja. Fütterst du deine Katzen auch vegan? Nee, weil die Frage kriege ich auch oft. Katzen können leider nicht vegan leben. Die brauchen bestimmte Stoffe. Ich hoffe, dass es vielleicht in der Zukunft irgendeine Lösung gibt. Also ein bestimmtes Futter oder einen bestimmten Zusatz. Aber man darf ihnen das Fleisch nicht wegnehmen. Anders als bei Menschen geht das auf jeden Fall nicht klar.
Aber ja, wir achten halt drauf, dass es erstens mal nicht aus Massentierhaltung ist, bio ist und überhaupt was drin ist. Also ihr müsst bei Tierfutter ganz, ganz aufpassen. Ich wusste das früher auch nicht. Und seit wir halt die Katzen geholt haben und uns da ein bisschen so reingelesen haben, haben wir gesehen, oh mein Gott, bei voll viel was verkauft wird und große Namen, ja, ich möchte dafür keinen Namen nennen, aber große Namen, die sind echt richtig schlecht für euer Tier, weil da Sachen drin sind, die krank machen auf Dauer. Und ich habe auch mit vielen Katzenbesitzern geredet, wer selber Haustiere hat, kennt das, ne? Man redet dann so mit anderen, die... Und die gesagt haben, ja, Nierenprobleme da und was gibt's noch alles, was da, welche Organe, Leber ja. Und... Ja, Nierenprobleme ist das Hauptding wegen dem Futter. Ja, aber auch wegen dem ganzen Zucker, Füllstoffen und so. Also da ist oft wirklich, und dann wird noch so ein bisschen Geschmack und Farbe und Soße drüber gegeben und dann sieht das toll aus und riecht toll und die Tiere gehen voll drauf ab. Aber ihr macht eure Katzen dann krank. Ich kann euch gerne zeigen, was wir füttern über Instagram Story. Ja, also Freitag seht ihr jetzt dieses Video. Ich kann euch am Wochenende gerne mal kurz ein Beispiel zeigen, weil ich da auch wirklich oft gefragt werde, was ganz gut ist, was natürlich ist und ja, für die es interessiert. Okay. Freust du dich noch auf Events und Pakete? Oh ja, klar. Also Pakete freue ich mich natürlich jedes Mal wieder. Manchmal weiß ich vorher so ein bisschen, was drin ist, wenn ich vorher eine E-Mail kriege mit, hey, wir haben da eine neue Linie und so. Und manchmal ist es so überraschend, was drin ist. Das ist so eine Überraschungsbox. Und auf Events freue ich mich auch immer. Also wenn ich auf ein Event keinen Bock habe, dann gehe ich auch nicht hin. Ich zwingt ja keiner. Aber wenn ich dann hingehe, dann habe ich richtig Bock drauf. Meistens macht es auch mega Spaß. Habt ihr vor, euch weitere Haustiere zu holen? Haben wir. Nee, natürlich nicht. Nee, also ich sag manchmal spaßeshalber, komm, wir holen eine vierte Katze, aber also mit drei sind wir versorgt. Das reicht, ja. Ja, das reicht. Wenn wir mal ein Haus haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns noch einen Hund holen. Aber es muss natürlich mit den drei Mädels dann klappen, ne? Ja, eben. Aber hätte ich auch nichts dagegen, noch einen Hund zu haben. Mag Hunde auch für. Also die wichtigste Frage ist doch, wie geht's dir eigentlich? Wie es mir geht? Ja. Oh, mir geht's gut, danke. Wie geht's euch? Danke, Sophia. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Wie war für dich der Umstieg vom Teenagerleben ins Erwachsenenleben? Wann waren das? Wann ist denn das so genau? Ich weiß nicht, das ist so fließend. Ich fühle mich manchmal eh noch wie so ein Teenie. Also so ganz erwachsen fühle ich mich eigentlich nie. Aber so der größte Schritt war, glaube ich, in die eigene Wohnung, ausziehen von zu Hause und dann halt Studium. Das war, aber das ist so eine Zwischenphase. Ja, ich will es auch niemandem zu nahe treten, aber aus meiner Erfahrung, ihr seid dann so ein bisschen Teenie und dann seid ihr später erwachsen, aber diese Zwischenphase, so um die 20 rum, ist, also dafür müsst ihr eigentlich auch nochmal einen Namen geben. Weil ich finde so erwachsen, ne, aber ist ja auch jeder anders. Aber gerade wenn man studiert, ist es eigentlich noch so irgendwie so eine Übergangsphase. Hm. Also keine Ahnung, wann es war, deswegen kann ich es nicht beantworten, wie diese Phase war, ja. Bist du schon mal geritten oder magst du Pferde? Ich bin noch nie geritten. Ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt machen würde. Ich finde Pferde wunderschön. Ich finde die super, aber nee, reiten ist no. Okay. Denkst du Sex sells auf Instagram? Ob ich der... Achso. Mich irritiert es voll, dass du heute hier sitzt. Kannst du ein bisschen... Ja. Yeah. Versteht man nicht dann trotzdem so? Ich hoffe mal. Weil ich will immer so, und dann muss ich so, ja, also, weil ich rede so ins Leere rein. Sex sells auf Instagram. Ja, weil eigentlich gilt ja Sex sells für alles. Also der Spruch, also in jeder Branche gilt Sex sells. Deswegen kennt es auch jeder. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist, um was zu sellen oder erfolgreich zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass das einzige ist, worauf man sich verlassen sollte. Weil, ja. Das ist jetzt auch so ein Kartenhaus, das man baut. Was wäre neben Influencer dein Traumberuf? Kam das nicht letztes Mal schon? Nö, ich glaube nicht. Nee? Okay. Mein Traumberuf. Neben dem, was ich mache. Also Make-up-Artist schon. Aber kommt drauf an, wie. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich so klassisch einfach nur Bräute schminken will. Ich würde halt mal gucken, vielleicht würde ich so eine... Oder Nachhilfe, ja. Nachhilfelehrerin habe ich auch. Ach halt doch, das kam bestimmt. Kam das schon? Ja, Nachhilfelehrerin.
Okay. Okay, sorry. Also eins von den beiden. Wahrscheinlich wäre ich so beides, Nachhilfelehrerin und Make-up-Artist, aber halt auch selbstständig. Also Hauptsache, ich wäre noch weiter selbstständig. Wie alt warst du, als du von zu Hause ausgezogen bist? Da war ich tatsächlich 18 oder 19 schon. Nee, da war ich glaube ich 18. Eigentlich so im Nachhinein, also ziemlich früh, ne? Mhm. Da bin ich ja nach Karlsruhe dann gezogen, seitdem hocke ich hier. Bei mir, also erst später. Gibt es eine TV-Show, bei der du gerne mal mitmachen würdest? Ich gucke gar nicht so viel. Was ich ja voll mag, ist Höhle der Löwen, aber dann bräuchte ich so ein Startup. Ich würde voll gerne bei Höhle der Löwen mitmachen, weil das gucke ich auch voll gern. Ja, das würde mich mal voll interessieren, wie es da so hinter den Kulissen ist und sowas pitchen. Das mag ich. Und ich habe letztens überlegt, also wenn ich nicht verheiratet wäre und wirklich nur so aus Spaß, würde ich voll gerne mal beim Bachelor mitmachen. Weil mich das auch echt interessieren würde, wie das ist, wenn man da so dabei ist. Ja. Okay. Wie lange brauchst du, um dich zu schminken? Unterschiedlich. Also wenn ich mich für Videos schminke, brauche ich ewig, weil ich dann auch noch so nebenbei irgendwas mache und dann esse ich wieder was und dann höre ich Musik und dann mache ich wieder Story und dann, also ich bin da echt sehr, sehr trödelig. Wenn ich will, kann ich aber in, ja je nach Make-up, ne, 5 Minuten, 10 Minuten fertig sein. Manchmal habe ich auch keinen Bock, so lange zu schminken. Nämlich schnell. Meist soll ich auch, ne? Manchmal kann ich in 10 Minuten mich für ein Event richten. Manchmal geht's auch so, wenn ich will, geht's. Ja. Was machst du, wenn du einen Scheißtag hast? Oh, das ist gut. Wenn ich einen Scheißtag habe, habe ich für mich beschlossen, dass ich mich dann, dass ich dann quasi offline bin, auch soweit es geht, nicht so viel am Handy hänge, mich ausruhe, einfach entspanne und gar nicht mehr so einen Druck mache noch das. Und dann denke ich, ich mache das alles morgen, das was geht, und mache nur so das Minimum, was ich muss, und sonst versuche ich einfach mich zu entspannen, weil. Oder mich dann abzulenken. Was mir voll hilft, ist Haushalt. Wenn ich so putze oder so, entspannt mich das. Das finde ich gut. Ja. Okay. Willst du mich jetzt öfters aufregen, wenn ich putze? Nee, lieber nicht. Was würdest du zuerst machen, wenn du den Körper mit einem Mann tauschen würdest? Okay. Ich bin so gerne Frau. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich. Bodybuilding. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen will, was ich dann machen würde. Ihr könnt es euch denken. Okay. Wie würdest du heißen, wenn du ein Junge geworden wärst? Meine Mama hat mir das mal gesagt. Ich glaube Daniel. Daniel? Ja. Ist persisch? Vielleicht. Aber Anja ist ja auch nicht typisch persisch, aber ich glaube, meine Mama meinte mal Daniel. Ja. Oh. Oder er hat noch einen anderen Namen gesagt. Ja. Ich glaube, einer, der ähnlich klang wie Papas. Ne? Hm. Hättest du gerne einen anderen Job, wenn du Kinder hast? Der Hauptjob ist ja dann eh Mama. Ist ja auch schon ein Job für sich. Aber nee, also dann will ich erst recht keinen anderen, weil das Gute ist ja daran, dass ich selbstständig bin, dass ich es mir selber einteilen kann, mein eigener Chef bin. Dann kann ich auch möglichst viel Zeit mit meinem Kind verbringen, weil ich auch viel zu Hause bin, Holly auch. Also ist das eigentlich perfekt. Man, die Fragen muss vorbereiten. Was? Warum legst du dich hin? Legt sich auf einmal hin. Was liegt links neben dir und welche positiven Erinnerungen hast du damit? Ach, deshalb! Links neben mir liegt Olli. Du bist ja ein Scherzkick. Ja, jetzt schon. Und hey, positive Erinnerungen, Leute, so lange habt ihr nicht Zeit. Also eigentlich so ziemlich jede positive Erinnerung. Mit Olli macht alles Spaß. Also gestern sind wir auch irgendwie 6 Stunden Zug gefahren. Ich habe mich voll drauf gefreut, einfach weil ich mit ihm fahre. Ich weiß nicht, bin einfach gern mit dir. Oh, bist du süß. Bist du? So. So. Wieso stehst du nicht zu deiner Nasenoperation? Du hast das Video dazu gelöscht. Okay. Okay, also bei Nasen-OP, warum ich nicht dazu stehe und ich habe das Video dazu gelöscht. Ja. Okay. Wie beantworte ich das? Also das stimmt nicht ganz, oder das stimmt überhaupt nicht, dass ich nicht dazu stehe, weil ich habe nie ein Video dazu gehabt, dass ich eine Nasen-OP hatte. Ich habe nie ein Video gehabt, hier Nasen-OP oder so. Ich hatte ein Video nach dem
Und das war ein Aufgebraucht-Video, das weiß ich noch. Und da habe ich dann einfach am Ende kurz gesagt, also ne, ihr seht ja, es ist was anders und ich weiß, ihr werdet dazu Fragen stellen. Also möchte ich nur kurz sagen, ich hatte eine Nasenkorrektur, Punkt. Aber ich werde nicht mehr ins Detail gehen oder jetzt einen Erfahrungsbericht dazu machen, weil ich das halt, ja, weil ich das einfach nicht passend finde bei mir und auch gar nicht so, also relevant, das jetzt euch zu erzählen. Aber ich, also das heißt, ich stehe dazu, ich stehe auch jetzt dazu. Ich habe ja auch letztens Bilder von früher gepostet, also das sieht man ja, dass ich eine Nasenkorrektur hatte. Das Video habe ich das also nicht gelöscht, weil ich was verheimlichen will, sondern weil ich ganz viele alte Videos gelöscht habe. Das ist ja, boah, wie lange ist das her? 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, keine Ahnung. 4, 5 Jahre, denke ich. Ja. Gell, 4, 5 Jahre schon, oh mein Gott, also so lange ist es schon her, deswegen, ich denke da auch gar nicht mehr so drüber nach. Aber ich habe ganz viele alte Videos gelöscht, damals wegen der Musik erstens mal, die ich verwendet habe, weil ich da so Probleme gekriegt habe. Habe ich so eine andere Plattform und da müsst ihr halt aufpassen auf YouTube, da kriegt ihr dann irgendwann so einen Strike. Und deswegen habe ich halt so alte Videos, die sich sowieso kein Schwein mehr anguckt, habe ich dann halt teilweise gelöscht. Mhm. Oder einfach so, weil sie halt alt waren und Algorithmen sind. Also das ist nicht so richtig, dass ich nicht dazu stehe. Aber gut, dass du es gesagt hast, dass ich dieses Missverständnis aufräume. Ich möchte nichts verheimlichen. So, der nächste. Boobs. Was Boobs? Meine Boobs. Boobs! Haja, Boobs! Ja? Hast du dir deine Brüste machen lassen? Ob ich mir... Ey, ganz ehrlich, das kam so oft in letzter Zeit. Ich habe Privatnachrichten dazu gekriegt und alles, gell? Also war es ja klar, dass es da auch kommt. Leute, was ich an meinen Brüsten habe machen lassen, ist, dass ich zugenommen habe. Und das hat sich zum Glück sehr schön verteilt bei mir. Also ich habe... Ihr müsst gerade Ollis Gesicht sehen dazu. Hast gerade gemerkt, dass du so nickst? Hab ich? Ja, das hat er so. Hab ich nicht gemerkt. Ja, habe ich mir noch gedacht, dass es so unterbewusst ist. Mhm. Auf jeden Fall habe ich seit der Hochzeit ein bisschen zugenommen. Also ist das jetzt so 6 Monate, ne? Wir hatten letztens 6-monatiges. Ja, habe mir gegönnt. Und das hat sich, war halt auch sehr schlank zu der Zeit, muss ich sagen. Und habe sehr viel Sport gemacht und so bla. Und auf jeden Fall habe ich da wieder ein bisschen zugenommen. Aber es ist sehr viel hier oben reingewandert. Und ich beschwere mich nicht. Also ich habe gerne... Und ich war jetzt davor auch nicht gerade flach. Also ich habe schon immer gut Dekolletage gehabt für meine Größe. Und jetzt ist noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Und ich glaube, warum euch das jetzt auffällt, ist, weil das Wetter schöner ist. Es ist jetzt wärmer. Und ich habe halt jetzt nicht so Bock auf Rollkragenpulli und so auch zu Hause und habe jetzt mehr Ausschnitt an und ein bisschen, ja, wenn ich schon gerade nicht ganz bauchfrei rumrennen kann, dann habe ich halt, also ich mag, mir gefällt es einfach so. Genau. So, die letzte Frage. Die letzte Frage. Arbeitet ihr bereits am ersten Kind? Also ob wir am ersten Kind arbeiten. Also ich arbeite an vielen Projekten, aber weiß nicht, ob man das so als Arbeit bezeichnen kann. Aber ich weiß, was sie meint. Oh Leute, das fragt ihr so oft. Ne, ihr fragt auch ständig, ob ich schwanger bin. Das ist immer so, ich sag's euch, okay? Ich werde euch Bescheid geben, wenn ich schwanger bin. Und so ab 3 Monaten sagt man es ja auch erst und so. Also ihr kriegt Bescheid. Ihr kriegt Bescheid, okay? Alles gut. Alles zu seiner Zeit. Das war's. Das war's? Mhm. Oh mein Gott. Ich gucke hier unten immer drauf, weil ich wieder Angst habe, dass es so ewig lang ist. Jetzt haben wir auch schon wieder 18 Minuten. Okay, ihr Lieben. Für mich ging das voll schnell rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mich wieder ein bisschen besser und persönlich kennengelernt. Und danke an Olli fürs Fragen stellen. Wir gehen jetzt Eis essen, denn heute ist wirklich richtig schönes Wetter. Und ich hoffe, ihr habt auch einen wunderschönen Tag und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ciao.